nicht schwimmen. Ich habe das nur so mal drauf gemacht. Wir experimentieren heute mal, wie weit ihr kommt bei der Geschichte. Wir machen quasi ein bisschen Bauchmuskeltraining. Ein Bauchbauer zu Hause kann den benutzen. Ja, nicht? Der nimmt quasi ein Handtuch. Und zwar geht er auf die Knie. Brauchst du das Handtuch? Brauchst du dein Handtuch? Das ist mein Handtuch. Er legt sich das Handtuch unter die Hände. So. Und jetzt schiebt ihr quasi, nee, er geht auf die Knie. Und jetzt schiebt ihr euch nach vorne mit dem Handtuch. Und jetzt zieht ihr euch wieder zurück. Wenn ihr das könnt, schauen wir es nochmal. Schiebt nach vorne, macht die Arme lang und dann so weit wie ihr und dann zieht ihr euch wieder zurück. Wenn ihr das noch nicht könnt, dann machen wir das mal quasi so, dass man nur nach vorne geht, bis ihr flach runterkommt. Ja, macht ihr relativ langsam gleichmäßig, versucht nicht hinzufallen, macht es auf den Teppich, dann kommt ihr wieder hoch, wie auch immer, relativ zügig und macht euch wieder lang nach vorne. Genau. Kommt ihr wieder so zurück und macht euch wieder lang. Ja? Wir probieren es mal auf zurück, ihr macht euch lang, ihr könnt auch mit Partner machen. Macht euch lang so und jetzt zieht ihr die Arme zurück. Nee, nicht nur die Arme, sondern quasi über den Rumpf stabilisieren. Lasst die Arme ausgestreckt und jetzt zurück. Lasst die Arme ausgestreckt, nochmal. Und zurück. Genau, so sieht das quasi akkurat aus. Und zurück. Okay, haben wir ein schönes Bauchmuskeltraining. Guckt wirklich, dass ihr oben den unteren Rücken richtig stabilisiert und nicht zu sehr ins Vollkreuz geht. Okay? Und hier, also wenn euch das wirklich sehr, sehr schwer fällt, werdet ihr merken, ja, wenn ihr nach vorne geht und es kaum halten könnt, dann wirklich nur 5 Wiederholungen erstmal, dann 1-2 Minuten Pause und davon 5 Durchgänge. Wenn ihr merkt, das geht und ihr kommt sogar auch relativ einfach zurück, dann könnt ihr 10 bis 15 Wiederholungen machen, ja, und zieht dann einiges durch. Also mal gucken, ihr bremst ein bisschen, das ist meine Ausrede. Also ihr kommt hier ran, macht euch hier lang und zieht euch hier wieder zurück. Wenn ihr das relativ locker schafft, dann könnt ihr bis zu 10 Wiederholungen oder sogar 15 machen. Okay? Sportfrei, bis gleich. Sportfrei, jetzt nicht schwimmen!